Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 863. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin ja heute aus Stuttgart zurückgekommen. Mein Wagen stand im Parkhaus am Flughafen in Hamburg und zwar in Europas größtem und modernsten Parkhaus laut Eigenwerbung. Aber so richtig modern ist es dann doch wieder nicht, wie sich dann später noch herausstellen sollte. Wenn so eine Maschine landet, dann sitzen da ja 200 Leute drin und einige von denen haben ihr Auto auch da in der Garage geparkt, im Parkhaus, und die wollen dann alle gleichzeitig ihr Ticket rausholen. Aber irgendwie klemmte es. An jedem der 3 oder 4 Automaten, die da stehen, stand eine Schlange und es ging nicht so richtig vorwärts. Und ich dachte schon, oh shit, jetzt hast du wieder die Schlange erwischt, wo vorn dran irgend so ein Vollidiot steht, der zu blöd ist, an dem Parkautomaten sein Ticket zu bezahlen. Aber das war ein bisschen vorschnell, denn es hat dann gedauert und die ganze Zeit quatschte dieser Automat, weil er hatte ja die Notruftaste da gedrückt. Und bis ich dann dran war und auch mein Ticket reinschob, und dann sagte der Automat, ungültiges Ticket. Und das war genau dasselbe Problem, was alle anderen vor mir auch schon hatten. Und über diese Sprechverbindung mit der Operatorzentrale habe ich dann nur gehört, ja, schieben Sie einfach Ihre Kreditkarte rein und nehmen Sie die wieder raus und dann kommt ein neues Tagesticket, mit dem Sie ausfahren können. Dann sage ich, was ist denn das eigentlich? Weil es war an den meisten Automaten da. Und dann sagte er, ja, diese Parktickets, die man bekommt mit diesem aufgedruckten Magnetstreifen, die gibt es ja in fast jedem Parkhaus, die sind zu empfindlich. Wenn man nämlich durch die Personenkontrolle am Flughafen geht, da wird ja mit Röntgenstrahlung oder nee, glaube ich nicht, das sind irgendwelche elektromagnetische Wellen, wird man ja durchleuchtet, ob man noch Metall am Körper hat, und diese Dinger löschen die Magnetstreifen. Jetzt frage ich mich nur ernsthaft, da baut jemand am Flughafen Europas größtes und modernstes Parkhaus und verwendet ein Parkkartensystem, was noch nicht mal flugtauglich ist. Also war ich ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, dass man sowas machen kann. Denn das liegt ja auf der Hand, dass die Leute ihr Parkticket da durch die Personenkontrolle tragen. Und wenn die dann zu hoch eingestellt ist von den elektromagnetischen Wellen, dann ist einfach die Info weg auf diesem Streifen. Also da besteht wirklich Nachbesserungsbedarf, aber dass das noch niemandem aufgefallen ist oder dass das System noch nicht geändert wurde, weil das Parkhaus ist ja nun nicht gerade neu, es ist circa ein Jahr alt, würde ich jetzt mal so aus dem Hut sagen, da hätte man doch schon längst eine völlig neue Anlage einbauen können. Also, falls jemand von euch eine Idee hat, warum man auf dieses veraltete System zurückgreifen kann, was ich kaum glaube, dann könnt ihr mir es aber dennoch gerne mitteilen. Ja, Inkompatibilitäten, das sind heute die Themen oder das ist das Thema erstmal generell. Ein Freund von mir, der heute auch gerade zufällig bei mir ist, der hat einen uralten Computer und den möchte er aber gerne benutzen. Jetzt sagt ihr natürlich, ach, alte Computer, was will man damit? Die sind doch viel zu langsam, einfach bei eBay entsorgen und sich dann was Neues kaufen. Nee, ganz so einfach ist es nicht, denn es gibt manchmal Computer, die sind so besonders in ihrer Zeit, dass man sie einfach nicht bei eBay verticken kann. Die Rede ist vom Cube. Wenn ihr mal bei Google einfach Apple und Cube C-U-B-E eingibt und die Bildersuche aktiviert, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ein wirklich wunderschönes Gerät, technisch durchdacht und pfeilschnell. Ich habe gedacht gerade, ich traue meinen Augen nicht, da ist ein uraltes Mac OS 10 drauf. Ich glaube Jaguar war das, was da noch drauf ist. Du schaltest das Gerät ein, es bootet innerhalb von Sekunden, da kann sich so mancher Vista-Rechner eine Scheibe von abschneiden und dann kann man fast loslegen, aber es gibt kaum noch Programme für diese Plattform, deswegen wollten wir heute Mac OS X, die aktuelle Version Leopard, darauf installieren, was zugegebenermaßen uns nicht gelungen ist. Deswegen eine Frage an die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, wenn einer von euch einen Apple Cube zu Hause hat und es geschafft hat, da die aktuelle oder die vorhergehende Version, das wäre dann also Tiger, zu installieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich kontaktieren könntet, denn wir wollen dieses nostalgische Stück gewissermaßen, 7 Jahre ist es alt, zum Laufen bringen. Es ist unglaublich schön. Wie gesagt, unter Google könnt ihr euch alle mal das Gerät anschauen. Es fällt regelrecht auf und es ist flüsterleise. Das kann so mancher PC von heute nicht
von sich behaupten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Freue mich sehr, zum Thema Cube was von euch zu hören, falls ihr Ahnung habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann wieder aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Euer Reiko.